Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck. Novartis, gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch ein paar kurze Infos zur Firma. Novartis gilt als einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Die Firma stellt vor allem Medikamente gegen viele Krankheiten her, zum Beispiel gegen Krebs, Bluterkrankungen, Hormonstörungen und so weiter. Gegründet wurde Novartis im Jahr 1996. Und zwar infolge einer Fusion. So, legen wir los. Aber erst noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt zum Sicherheitscheck. Das erste Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Novartis kommt aus der Schweiz und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 172 Milliarden Euro. Also beides erfüllt und das gibt insgesamt einen Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das trifft zu bei Novartis, denn die Dividende ist in den letzten 10 Jahren von 2,1 auf 2,85 Schweizer Franken je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine Dividendenkürzung. Und das gibt natürlich dann einen Punkt. Das dritte Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Novartis hat in der Finanzkrise ca. 40% an Wert verloren und hat sich damit vergleichsweise gut gehalten und deshalb gibt es hier von mir einen halben Punkt. Und im Chart sehen wir auch das Ganze nochmal und zwar hier ist der langfristige Kurschart und die Finanzkrise, die war ungefähr in diesem Zeitraum. Und die Aktie hat dann hier ungefähr ca. 40% verloren. Und danach ging es wieder schön bergauf. Hier nochmal ein Einbruch in diesem Zeitraum, in den letzten Jahren, hier 2015, 2016. Aber dann ging es dann auch schon wieder aufwärts hier Ende 2016. Und in der Corona-Krise schauen wir uns noch mal kurz an, wie die Aktie sich da geschlagen hat. Hier ein Einbruch von knapp 96 Schweizer Franken bis auf 70. Also sich auch relativ gut geschlagen und hat sich vor allem seitdem auch wieder ganz gut erholt. Dann machen wir weiter im Check und zwar mit dem vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Da haben wir ja auch schon im Chart eben gesehen, dass die Aktie sich nicht schlecht geschlagen hat in den letzten Jahren. Und genau genommen hat die Aktie in den letzten 10 Jahren ca. 80% zugelegt. Und hier gebe ich einen halben Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Laut den aktuellen Prognosen Analysten soll der Gewinn nächstes Jahr ansteigen. Und zwar von 3,79 auf 4,45 Schweizer Franken. So zumindest die aktuellen Schätzungen. Können sich natürlich noch ändern. Aber aktuell wird eine schöne Gewinnentwicklung fürs nächste Jahr prognostiziert und deshalb gibt es einen Punkt bei meinem Check. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Das aktuelle KGV auf Basis der aktuellen Prognosen liegt bei 22, also unter 30 und deshalb auch hier einen Punkt von mir und damit kommen wir zum Endergebnis und hier holt die Novartis Aktie bei meinem Sicherheitscheck
5 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Sicherheitscheck-Ampel, da landet die Aktie mit dieser Punktzahl auf der besten Stufe. Und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner ersten Videoserie, da erreicht Novartis den 9. Platz und den teilt sie sich mit einigen anderen Aktien. Die haben auch 5 Punkte geholt. Und insgesamt habe ich bis jetzt, wie ihr seht, 90 Aktien analysiert in meinem schnellen Sicherheitscheck. Dann sind wir auch fast am Ende angelangt. Und zum Abschluss noch der Hinweis: Mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zu Aktien anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Das war's, bis zum nächsten Video. Macht's gut.